Natürlich gab es in Berlin auch Musiker, die ihre Musik mit herkömmlichen Instrumenten machten. Zum Beispiel die Ärzte, eine Fun-Punk-Band, die gerade durchstartete und die ich Muriel wärmstens ans Herz legte. Für ihren ersten internationalen Fernsehauftritt schrieben die Ärzte deswegen über Nacht ein sarkastisches Liebeslied, mit denen auch Engländer etwas anfangen konnten. Aha, Jan. Hallo, Muriel. Hallo, thank you very much for meeting us in this auspicious thing. Yes, thank you very much. First of all, is West Berlin all it's cracked up to be? Everybody imagines it's terribly decadent and it's like cabaret. I mean, this it is. Isn't Did it? You know that this place no. in the 20s was the place where the whole cocaine scene in Berlin took place? In this cafe with all the little old ladies? Well, I think at that time they were even younger. So these really are the remnants of the cocaine yes, dealing days? Yes, they are. Oh, Watch see, their noses. Is the future for Berlin bands? Do you think that, for instance, there aren't very many Berlin bands that are terribly famous throughout the rest of the world. Do you think we're going to hear a huge amount about them? I can't say that. I think the Einstürzende Neubauten have made quite a name now in Britain because they do new music. I don't think we'll ever make a good name in Britain because our music will... You've got the music already that we've done, like the Undertones, the Out Buzzcocks. And they were better than we are, but I think it's hard for a German band to become famous in England anyway or throughout the world, because if you are an honest band, you have to do German words, German texts, and nobody understands them. Fahren Ehrte. Sie empfangen den Berliner Rundfunk. West-Berlin in den 80ern war eine Stadt im Ausnahmezustand. Ein kreativer Schmelztiegel für Soap- und Popkultur, für geniale Dilettanten und angehende Weltstars. West-Berlin war unberechenbar. Mein Name ist Mark Rieder und ich komme aus Manchester. Ende der 70er bin ich in Berlin gestrandet. Was ich in den nächsten 10 Jahren in West-Berlin erleben sollte, habe ich in diesem Film festgehalten. Bevor der eiserne Vorhang fiel, feierten in der eingemauerten Stadt Künstler und Kommunarden, Hausbesetzer und Hedonisten eine wilde Party. Es ging nie um kommerziellen Erfolg, sondern nur um den Moment, um den Kick, das Hier und Jetzt. Die Tage waren kurz, und die Nächte lang, endlos lang. Nick Cave hat es auf den Punkt gebracht. In Berlin gibt es die schönsten Frauen, die besten Drogen und eine Menge Leute, die Künstlern wirklich Respekt entgegenbringen. Diesen Ort wird es so nie wieder geben. Er ist verschwunden.
Mit diesem Film nehme ich euch mit auf meine ganz eigene Reise durch das wilde West-Berlin der 80er Jahre. Can film what Berlin is? I don't think it's possible to film.